immer das Mikrofon haben. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich wieder zwei Gäste. Wie schön. Ich habe einmal den wunderbaren Liedermacher, mein Kindheitsidol, Rolf Zukowski hier. Hallo, schön, Hallo. Dass Sie hier sind. Ja, ich freue mich auch. Und die wunderbare Unsag-Schauspielerin, Frau Keck. Hallo, grüße Sie. Ja, mit wem fangen wir an? Herr Zukowski. Bei Ihnen steht ganz viel an dieses Jahr. Sie sind auf Tour, aber auch wieder nicht selbst. Erzählen Sie mal. Also ich bin schon dabei, aber da vor 40 Jahren meine Vogelhochzeit erschienen ist, wird es ein Jubiläumsjahr sein. Und es haben sich 40 Ensembles gefunden, die ein Konzert mit meinen Liedern machen wollen. Ich darf Ehrengast sein, ich darf sogar mal auf die Bühne kommen, will ich auch gern. Und es ist eine ganz bunte Kette von Veranstaltungen. Sie beginnt jetzt in Görlitz mit einer Vogelhochzeit von einem Zauberkünstlerverein, ich bin sehr gespannt, und endet am 3. Dezember in der Elbphilharmonie mit über 500 Kindern von der Elbe. Aber es gibt noch 4 weitere Konzerte in Hamburg, unter anderem im Stadtpark, im Konservatorium und in Sasel, im Saselhaus mit den Alsterfröschen und in der Jugendmusikschule. Das klingt ja wunderbar, vor allen Dingen natürlich das große Finale in der Elbphilharmonie, muss man ja sagen. Frau Keck, und bei Ihnen auf der Bühne, Sie haben gerade ein wunderbares Stück, mit dem Sie auf der Bühne stehen. Ich hatte gerade gestern Abend Premiere mit Dinner für Spinner oder Dinner für Spinner, wie uns in unserem Theater war, der Plattdütsch snackt, klar. Das läuft jetzt noch bis Mitte März. Ich glaube, damit werden wir großen Erfolg haben. Eine wunderbare Komödie, die diese graue Zeit draußen noch ein kleines bisschen in den Theater vertreiben kann. Ansonsten haben wir Intendantenwechsel in diesem Jahr. 2017 ist für das Unsorg-Theater ein spannendes Jahr. Ganz aufgeregt sind wir. Michael Lang kommt für Christian Seeler. Mal gucken, was das wird. Ja, wie sehen Sie dem entgegen? Also ich bin natürlich ein echtes Seelerkind, muss ich sagen, mit meinen Rocker-Platt-Geschichten und so habe ich bei ihm natürlich immer ein offenes Ohr gefunden. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt und bin sehr gespannt und sehe dem Ganzen mit viel Amüsement und viel Freude entgegen. Es gibt ja noch eine andere wichtige Frage, die im Kulturbereich dieses Jahr geklärt werden muss. Wer wird neue Kultursenatorin oder Kultursenator? Aber Senatorin ist ja irgendwie wahrscheinlicher. Haben Sie da irgendwie einen heißen Tipp? Also ehrlich gesagt, mein Intendant wird ja gerade frei. Ich kann nur eine große Lanze brechen für Christian Seeler. Ein toller Mann, ein Mensch, der wahrscheinlich die Hamburger Theater besser kennt als jeder andere. Warum nicht er? Ich glaube, er hat die Diplomatie, er hat das Geschick, er hat das kaufmännische Wissen. Ich denke, der ist ein heißer Kandidat dafür. Vielleicht schmeiße ich ihn einfach mal ins Rennen. Sie können auf jeden Fall PR für ihn machen, gar kein Problem. Herr Zukowski, haben Sie auch einen Tipp, wer es sein könnte? Also Isabella Werthes-Schütt hat, glaube ich, deutlich gesagt, dass sie es nicht machen möchte. Darum könnte ich mich Sandra nur anschließen. Uns verbindet übrigens viel, das habe ich vorhin nicht gesagt, Ihre Vogelhochzeit-Version, ob platt, ist auch ein Teil meiner Tournee. Die Fink war das Bild, spielt die Sandra Keck-Version in Buchholz. Und zur Nachfolge von Frau Kissler kann ich leider keine anderen Vorschläge machen als Lot Dog Augmund Pladütschen ran. Gut, dann schmeißen wir jetzt diesen Namen in den Ring. Herr Scholz, hoffentlich haben Sie zugehört, das wäre doch mal eine Option. Ich danke Ihnen ganz herzlich, viel Erfolg für 2017 bei allen Projekten. Dankeschön. Sehr gerne.